Aber interessant, oder? Wie tiefgründig das gemacht ist, meine Güte. Hierüber habe ich ja gerade schon etwas vorgelesen. Leicht Metallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein größeres Vorkommen an Kobalt entdeckt. Der Controller ist angeschlossen. So. Und damit bleibt nur ein Planet. Pressrop oder so ähnlich. Landen. Hier können wir auch landen. Okay. Pressrop ist der Mond von Glendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um die Mineralschürfe Rechte beworben, aber die Erschließung des Mondes wird durch die in der Nähe zum 5 Kilo wird durch die Nähe des um die Nähe zum 5 Kiloparsec Ring um den galaktischen Kern herum kompliziert. Der Ring ist ein Gebiet aus häufiger Sternenbildung und nur unter großer Gefahr zu bereisen. Die Oberfläche ist erschreckend zerklüftet und voller unwirtlicher Gebiete, die vor langer Zeit durch eine Katastrophe verursacht worden sind. Aber dies konnte ganze Generationen illegaler Wildcard-Minenschürfer nicht davon abhalten, die reichen Mineralvorkommen des Mondes abzubauen. Landen. Also das ist echt der Wahnsinn. Wir können also in jedem Sternensystem jeden Planeten untersuchen und boah, ist echt meine Güte. Meine Güte. Wen nehmen wir denn mit? Wir brauchen auf jeden Fall Tech-Fähigkeiten. Wir nehmen mal Tali mit. Und Ashley. Ja. Schon wieder, ich weiß, aber noch einmal machen wir's. Okay, wir dürfen hier mit einem Fahrzeug rumfahren. Und schießen. Ganz ehrlich, wie genial ist das denn bitte? Hohoho. Jo. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja. So erkunde ich gerne einen Planeten, meine Güse. Und hier sollen irgendwo biotische Lebensformen sein. Ich bin gespannt. Heißt rot, Sie hier müssen sollst umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Okay. Rot heißt also, hier darfst du nicht hin. Gut zu wissen. Nee, wie krass ist das denn? Wow. 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 Wie genial ist das denn bitte? Wow. Ach Gott, ich liebe dieses Fahrzeug. Wartet mal, jetzt hier auf dem Hügel. Wow. Ne, ist das krass. Wow. Tut mir leid, Leute, aber mit dem Fahrzeug könnte ich ja Ewigkeiten rumspielen. Hoffentlich gibt es keinen Fallschaden. Und hier ist das Ganze. Ah, es täuscht wieder. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich riesengroß. Wir haben es ja bereits unten in der Normandie gesehen. Aber mit dem Springen ist ja echt genial. Und wie schön die Reifen federn. Super Stoßdämpfer hier integriert. Okay, da oben links scheint sich irgendetwas zu befinden. Man siehe oder man achte unten auf das Radar. Mich da hoch. Ist das dafür gedacht, hier hochzufahren? Ich glaube, es wäre weniger. Uah, falsche Richtung! Wie genial das Fahrzeug einfach ist. Ich kann einfach so schrägen hier hochfahren. Guckt mal. Was ist das denn bitte? Dort, 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 dort. Nein! Nein! Ist das genial? Ja, genau.
Yo! Nein! Oh, nein! Boah, fast wieder runtergefallen. Ist das genial, Leute. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Uranvorkommen. Uranvorkommen und jetzt? Kann ich das Fahrzeug irgendwie verlassen? Nein, nicht zur Normandie. Ach, wie krass, wir können... Ah, okay. Suche nach Mineral. Was? Mineral gefunden. Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Uranvorkommen entdeckt. Krass. Ist das genial. Ja, da liegt was auf dem Boden. Nein. Raus hier. Was liegt denn da? Ach, das heißt wahrscheinlich nur entdeckt. Ich verstehe schon. Hallo? Geben Sie den Befehl. Ich bin bereit zu schießen. Hallo? Ich häng fest. Das soll ein Scherz sein, ne? Hallo? Shepard? Komm da raus! Das soll ein Scherz sein, oder? Hallo? Leute, ich hänge echt fest. Wisst ihr das? Ich kann noch nichts mehr machen. Ich kann die Waffe nicht mehr wegstecken. Das kann doch nicht wahr sein! Danke. Ich kümmere mich darum. Shepard, du kannst gar nichts. Du kannst nicht mehr da rausgehen. Ich kann die Waffe auch nicht mehr wegstecken. Ja, Leute, juhu. War ja klar. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir das Uranvorkommen gefunden hätten und weiterspielen könnten. Natürlich musste irgendwas schief gehen. Jetzt können wir nochmal den Berg da hochkraxeln. Na, ganz toll. Way. Way. Hey. Aber was man so eine Schräge hochfahren kann, ist schon der Wahnsinn, oder? Ich könnte jetzt Stunden hier nur über den Planeten fahren, meine Güte. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz gefährlich, wenn mir sowas gut gefällt. Das könnte sich in Ewigkeiten ausarten. So, da ist wieder die Uranquelle. Aber was ein Witz, ey. Meine Güte, Shepard, du Idiot. Und... Moment. Ne. Wir sind da schon mal hochgekommen, dann kommen wir doch nochmal hoch. Ach, wie schick, seht mal. Ich sag, es ist schon der Wahnsinn. Ich meine, das Spiel ist ja auch nicht gerade das Jüngste, aber dafür ist es wirklich von der Präsentation her, vom Gefühl her, von der Welt her, von der Liebe her, die hier reingesteckt wurde, der Wahnsinn. So. Dann einmal hier das Mineral. Wieder einsteigen und schnell weg hier. Bloß nichts mehr machen. Uah! Okay, wir leben. Boah, ist das genial, Leute. Ist das genial. Mit dem Fahrzeug, da konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Ich wusste, dass wir das in einer Mission fahren, aber dass wir so zur freien Erkundung einfach so auf Planeten rumcruisen können. Das ist mir neu.
Wow. Seht mal da hinten. Ne, nicht schießen. Was ist denn hier los? Okay, wir haben auch sowas. Gut zu wissen. Ach du Schande. Okay, ich muss definitiv festhalten, dass das Ganze schwieriger ist, als man denkt. Oh, nicht auf mich schießen, bitte. Okay, da wurden wir gerade schon ausgeschaltet hier. Autsch, autsch. Es fällt mir halt unglaublich schwer, mit dem Raketengeschütz zu schießen. Okay, den haben wir getroffen. Darf nicht wahr sein, komm schon. So. Mann, oh Mann. Einmal reparieren, bitte. So eine Universalgel-Verschwendung. Bringt uns das hier irgendwas? Da haben wir jetzt nur arme Söldner getötet. Ich frag mal gar nicht erst. Haben wir eine Karte? Wir haben eine Karte. Anomalie, Trümmer, Biotika-Lager. Ich fahre hier voll in die falsche Richtung. War ja klar. Na gut, dann fahren wir so weiter in die Richtung. Vielleicht finden wir noch eine schön spannende Quelle oder irgendein Mineralvorkommen, man weiß ja nicht. Aber gut zu wissen, dass unser Fahrzeug jeden Moment in die Luft fliegen könnte. Zumindest sieht es so aus. Reparieren schön und gut, aber... Ah, okay, das sieht schon besser aus. Das.
Ja. Es gibt sehr starke Gegner hier auf dem Planeten. Gut zu wissen, dass sie uns mit einer Attacke das Schild weghauen und uns die zweimal reparierte Lebensenergie auch noch wegnehmen können. Ich bin dafür, dass wir jetzt direkt zum Biotika-Lager fahren. Also das Uranvorkommen holen wir uns und dann fahren wir zum Biotika-Lager. Was ein Witz. So ein scheiß Fahrzeug. Erst so gelobt und jetzt bin ich schon wieder leicht enttäuscht hier. Einmal gegenpusten, das geht in die Luft oder was? So, hier nach oben, hier nach oben. Ach ja, ach ja. Also hier muss wirklich sehr wenig Erdanziehungskraft herrschen. So wie wir hier fröhlich durch die Gegend hüpfen. Los geht's! Genau, Ashley, los geht's. So, Uranvorkommen. Ja. So, Karte. Wir können sogar Orte markieren, gut zu wissen. Ist das Fahrzeug wirklich gemacht, um so schrägen hier hochzufahren? Wir kommen jetzt alles so ein bisschen... so vor, als wäre es eigentlich nicht so gedacht. Nein! Okay. Ich hätte im Physikunterricht besser aufpassen sollen. Ach, da kommen wir hoch. Gar kein Problem hier. Seht ihr? Gar kein Problem. Also es ist ja, aber ganz knapp. So. Gott sei Dank gibt es keinen Sturzschaden mit dem Fahrzeug. Wie so ein Flummi, ey. Meine Güte. Und jetzt soll mir erzählen, dass das Ding eine Tonne wiegt, wisst ihr? Wahrscheinlich 50 Tonnen. Fliegt aber hier rum, als wäre es ein Papierflieger, meine Güte. So, hier ist irgendwo das Biotika-Lager. Okay, gut zu wissen. Hätte ich ja niemals hingefunden. Ah, okay, da unten. Alles klar. Hier haben wir noch irgendeine Mineralquelle, wie es aussieht. Gehen los. Nee, wir gehen gar nicht los. Wir erkunden erstmal. Was haben wir denn hier? Ein Goldvorkommen. Das nehme ich doch mit. Super. Schwermetallvorkommen entdeckt. Na, danke. So, und das ist das Biotika-Lager. Ihr glaubt ja wohl, dass ich hier erstmal speichere, oder? Nachdem wir zweimal hier... ne? Einmal, ne? Und einmal gestorben. Ist wie richtig? Okay, da ist der Eingang. Eingangskonsole. Und hier ist dieser Abtrünnige, der jetzt zu einer Art religiösem Vater geworden ist. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Keil will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben.
Ja, wir sind ja indirekt hier, um es vielleicht auch auf den friedlichen Weg zu lösen. Und ja, wir vertreten zwar die Allianz, aber wir wollen ja erstmal nur reden. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Am anderen Ende des Komplexes? Was? Okay, nach Kampfzeichen suchen. Sie haben ein salarianisches Artefakt gefunden. Eins von 10. 0 von 3 Tex. Ja, nee, ist klar. Wertvolle Mineralien. Leichtmetalle 1 von 20. Selten Erdelemente 1 von 20. Ach du Schande, nee. Erkunden Sie den Komplex, um Major Kyle zu finden. Okay. Ganz kurz, rein Interesse halber, Fähigkeitspunkte. Schmeicheln. Der Ladendiscount wird verdoppelt. Ja, ihr mich auch, ey. So, Pistolenfähigkeit verbessern, nehmen wir mit. Ashley. Sturmgewehr, Kampfpanzerung. Erste Hilfe freigeschaltet. Erste Hilfe können wir uns nicht mehr leisten. Okay. Dechiffrierung. Radius und Stärke der Fähigkeit, super. Und dann nehmen wir die Schrotflinte. So. Gebäude betreten. Na, Heidewitzka. Ob wir Kyle wirklich mündlich überzeugen können, da habe ich so meine Zweifel. Aber wir haben eine so gute sprachliche Fähigkeit, das müsste eigentlich funktionieren. Biotischer Kultist. Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Genau, ihr seid viel besser als alle anderen. Ihr verrückten Irren. Wir können der Allianz nicht trauen. Naja. Okay, interessant. Sie haben hier auf jeden Fall ihre eigene kleine Welt geschaffen. Ich bin begeistert. Und lass mich raten, hier ist Kyle, oder? Nein. Erste Hilfestation. Medigel plus 2. Okidoki, ich hoffe, dass wir das Ganze hier friedlich lösen, denn gegen all die zu kämpfen dürfte recht schwierig werden. Abgesehen davon, dass ich natürlich lieber die diplomatische, friedliche Lösung bevorzuge. Vater Kyle, I'm coming. Oh Mann, das geht mir schon richtig in die Hose. Wie immer. Ich wähle an. Lassen wir uns Frieden schließen. Er sagt, Krieg für immer. Ich sehe schon. Fehlerhaftes Objekt. Servogelenke, Dankeschön. Technikit. Dankeschön. Aber hier ist kein Vater Keil. Herausforderung Nummer 1, Vater Keil finden, oder was? Wenn Sie versuchen, uns Vater Keil wegzunehmen, dann werden Sie genauso enden wie die anderen Allianz-Soldaten. Ich will ihn gar nicht wegnehmen, ich will ihn erstmal finden, du Nase. Oder ist er unten? Leichte Dechiffrierung. Eine Pistole und ein Gewehr. Okay, nehmen wir mit. Aber wo ist Vater Keil? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten. Ja, wir wollen ja den diplomatischen Weg wählen, aber dafür müssen wir den Vater finden. Die alle mit Pistole rumlaufen, was denkt ihr euch denn auch? Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Keil zu töten.
Hier ist auch kein Vater Kyle. Was zum Teufel? Also, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt ein bisschen blöd bin, aber irgendwie... Wo ist denn der? Keine Dummheiten. Wir behalten sie im Auge. Ja, ich behalte dich auch im Auge. Biotika können sich hier sicher. Biotika. Hier ist aber kein Vater Kyle, Leute, beim besten Willen nicht. Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind als sie. Nochmal ganz kurz, Tagebuch. Erkunden Sie den Komplex. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das lange nicht, dass man uns nicht fair behandelt. Wir können der Allianz nicht... Ja, wenn ihr das sagt, dann wird's wohl stimmen. Läuft ihr hier auch rum, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Tali kriegt auch schon Rappel hier. Der soll doch bestimmt hier drin sein, oder nicht? Ich meine, da gab es doch kein anderes Gebäude mehr, oder? Oder? Da geht's auch rein, sehe ich das richtig? Ist da echt ein Eingang? Nee, so ein Scherz. Tatsächlich. Ach, wie lustig. Kommt man ja auch rein. Hahaha. Ha, ha. Gut versteckt. Noch mehr Kultisten. Und die Gebäude sehen aber schick aus und vor allen Dingen sehr interessant. Vater Kyle. Biotischer Kultist. Wie riesig hier alles ist. Und hier auf ein Gefecht will ich mich eigentlich nicht einlassen. Ich meine, nicht nur, dass die biotischen Kultisten ihr Heimvorteil haben. Lieber eine friedliche, schöne Lösung. Aber wie riesig es hier ist. Und alles unterirdisch hier. Da sollte ich mal jemand zurechtfinden. Okay, hier haben wir die Schlafräume. Rüstungsupgrade, Rüstungsupgrade. Also, wer sucht, der findet. Und noch mehr Rüstungsupgrades. Okay. Und da vorne scheint unser Ziel zu sein. Zumindest sehe ich da ein X auf der Karte. Wir schauen mal ganz kurz. Die Zufluchtsstätte. Was? Okay, da sind wir aber auf jeden Fall richtig. Na gut, dann würde ich aber sagen, Leute, Vater Kyle treffen wir erst beim nächsten Mal. Was der Abtrünnige zu sagen hat und inwiefern er wirklich diese, ja, schmerzlichen Verluste auf der Mission nicht verkraften konnte, all das erfahren wir beim nächsten Mal hier bei Mass Effect. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet wieder ein, denn es wird sicherlich spannend. Bis dann, Leute.